Ja, und ab geht es nach Faliraki, unser beliebter Strand in Rhodos. Schon früh am Morgen bestellten wir ein Taxi und fuhren los. In etwa 20 Minuten waren wir am herrlichen Strand angekommen. Die Fahrt kostete ca. 250 Drachmen. Wie viel das in Schweizer Franken ist, will ich jetzt nicht angeben, da sich die Kurse ja immer ändern. Etwa um 9 Uhr waren wir jeweils dort. Die Liegestühle alle noch frei, da die meisten erst später, so um 10 Uhr kamen. So konnten wir geradewegs Liegestühle direkt am Meer beziehen. Es war herrlich, sich den ganzen Tag den heiß kitzelnden Sonnenstrahlen hinzugeben und den Körper richtig braun werden lassen. Unser Strandliegen hörte im Durchschnitt um 4 Uhr auf, manchmal auch früher. Die Meerbrise duftete uns unter die Nase, so dass wir nicht genug bekommen wollten. Ehi, amore mio, non capisco perché. Cerco per le ferie un posto al mare, non c'è. Svalutation! Svalutation! Con il salario di un mese compri solo un caffè. Gli stati sono gremiti, ma la grana dov'è? Svalutation! Svalutation! Ma siamo in crisi, ma senza andare là, l'America è qua. In automobile a destra da 30 anni si va, ora contro mano vanno tanti. Wir unternahmen sehr viele Reisen, so wie auch hier, wo Valentine, ein Beruhigungsmittel für alle. Das Schiff war bis in alle Ecke voll. Das aber nicht heißen will, dass wir keinen Platz hatten. Ansonsten verlief die Fahrt ruhig. Schon angekommen, hielten wir eine kleine Unterhaltung mit dem Bademeister. Wir mussten mit Erstaunen erkennen, dass dieser einfache Mann Schwedisch, Englisch, Deutsch und natürlich Griechisch sprach. Nur von den Touristen, die dort ihre Ferien verbrachten, hatte er es gelernt.
Ja, wie das Lied schon sagt, wenn ich einmal reich wäre. Auch unsere Ausflüge in die Altstadt dürfen wir nicht vergessen. Etwa um 7 Uhr machten wir uns auf den Weg durch die zahlreichen und prachtvoll ausgeschmückten Straßen der Geschäfte. Man konnte hinschauen, wo man wollte, überall Geschäfte und Geschäftsmänner, die sich mit einer Art auf sich aufmerksam machten, die man, glaube ich, wirklich nur in Rhodos erleben sieht. Ja, Alex, auch dieser Name ist uns ein Begriff. Ein Schneider für Pelze, der aber mit seinem unwillkürlichen Humor immer bei uns Anklang gefunden hat. Seine Parole hieß Partisanenpreis für gute Roboter. Ein Genuss für Kenner, Stuyvesant, der Name spricht für sich. Einen Tag widmeten wir der Rundfahrt auf Rhodos. Unsere Strecke verlief über Faleraki, Lindos, Kameros, Schmetterlingstal und Filerimos, das wir hier gerade sehen. Eine Kirche aus dem 14. Jahrhundert, ursprünglich von den Phöniziern besiedelt, wurde es nach der Zerstörung von den Aachen erobert. Es liegt genau 267 Meter über Meer. Unser zweites Ziel hieß Kameros, vor 25 Jahren noch eine blühende und reiche Stadt. Man konnte dort eine großartige Wasserversorgungsanlage besichtigen. Dies wollte uns auch ein Einheimischer sagen, mit den Worten, is the water, is the sea, is the house. Und hier sehen wir das Schmetterlingstal mit tausenden von Schmetterlingen, die auf einen Pfiff aus all ihren Verstecken herauskamen. Auch uns blieb der Ritt nicht erspart, auf den Eseln rauf nach Akropolis.
Akropolis. Ein kleiner Blick auf die Stadt, die geradewegs bei Akropolis liegt. Das Parfum für die attraktive Frau von heute. Frisch, aufregend und voller Duft. Toilette Nummer 5. Nach den Strapazen mit den Eseln beim Herunterreiten, wo wir auch fast unseren Vati verloren haben, machten wir noch eine kleine Besichtigung im Dorf, von wo wir dann schließlich noch zum letzten Aufenthalt fuhren. Das war unser letztes Ziel, Terme Kalitheas. Früher war das ein Gebäude für Gesundheitsbäder und Quellen, die heute aber leider schon zu sind. Shocking you man, die neue von Marvel mit den reichen fantastischen 4, den Captain Marvel, Star Wars und jede Woche neu bei eurem Zeitschrifthandel. Alles Schöne geht mal vorüber. Wie eine kurze Zeit ist es uns vorgekommen und schon warteten wir auf das Flugzeug, das uns wieder heimbringen sollte. Eine richtige Welle von Reisenden trafen wir in den Hallen, so dass wir auch einige Zeit stehen mussten, schließlich aber doch noch einen Platz fanden. If I can have you when I'm waking, I'll go to sleep and dream I'm with you. Take me to the dreamer's bar. I'll be right on time, and I'll dress all fine. You're gonna love me.